Ja, da ist ja der Hexer von Kiel wieder zu null. Kenny, dein Kommentar zum Sieg gegen Chemnitz? Mein Kommentar, geile Mannschaftsleistung, so weitermachen. Du hast dir das von hinten ganz in Ruhe angeschaut, viel war nicht los vor deinem Tor. Wird ein Torwart so ein bisschen unruhig, je länger es geht und es steht noch 0-0? Nein, ich bin komplett im Spiel drin. Die Mannschaft hat das hier von vorne bis hinten sehr gut gemacht. Kaum was zugelassen aus dem Spiel raus. Und das ist gut, so wollen wir weitermachen und das ist unser Ziel. Jetzt geht es nach Regensburg, was erwartet uns da? Ein geiles Spiel, ein heißes Spiel, ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir bereiten uns gut vor, wir haben jetzt erstmal nochmal Lübeck und dann nach dem Lübeck-Spiel volle Konzentration aufs nächste Meisterschaftsspiel. Was macht ein Drittligatorwart nach so einem Erfolg am Abend? Gut regenerieren, wir spielen am Dienstag wieder, wie gesagt. Und alles andere ist momentan zweitrangig. Die Fans wollen den Derby-Sieg im Pokal, Halbfinale beim VfB. Werdet ihr diesen Wunsch erfüllen können? Das wollen wir auch. Wenn wir so spielen wie heute hier, dann haben wir auf jeden Fall gute Chancen. Kenny, wir freuen uns. Herzlichen Glückwunsch.